Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen und es sind Herzen geworden. Ja, lauter Herzen letztendlich. Nur ein paar kleine anderen Details, aber ansonsten, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hat sich das alles so ergeben, das hat so sein müssen. Ja, ein paar Herzen sind, habe ich nach außen gehen lassen und das eine habe ich noch hinten weg fließen lassen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen, beim Selbermachen, beim Kreativsein und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Ja, und schon geht's los. Ich mache den inneren Bereich des Papiers mache ich feucht, weil ich das ganz weich ineinander laufen lassen möchte. Seht ihr? Ist ziemlich nass und habe dann zuerst das Gelb, dann das Lila, jetzt noch mal etwas dunkles Lila, dann einen Blauton mit dazu gelegt und jetzt kommt noch mal etwas Lila mit dazu. Macht es so lang, bis es euch gefällt. Legt die Farben übereinander, nebeneinander, bis ihr sagt, das passt, das lasse ich so. Ja. Dann lasst ihr es sehr, sehr gut trocknen, klebt es auf, dann könnt ihr das besser bemalen und legt dann einfach los. Ich habe da hier nur die ganz, ganz feinen, kleinen Sachen mal gemalt und dann irgendwie mit Herzen begonnen. Ja, ganz fließend lasse ich die Herzen durch das Bild laufen und ja, hier habe ich noch überlegt, soll ich noch was machen, aber hier habe ich den Signo genommen, den weißen Inkstift. Und hier seht ihr auch, wie das Lila das Weiß etwas verfärbt. Also es wird so ein ja, ganz zarter Fliederton, aber das ist ganz oft bei den Lila-Tönen und ich mag das total gern. Bei den anderen eher nicht, aber bei dem Lila, ja, ist es fast immer so. Es löst sich eben etwas von der Aquarellfarbe und ja, fließt dann letztendlich mit in das Weiß mit ein. Und so, hier seht ihr das, hier verändert sich das ganz schnell. Super zu sehen, wie ihr hier ja, beobachten könnt. Ja, und dann waren es wieder Herzen. Tja. Diesmal kleinere Herzen. Und so habe ich die ganzen größeren Herzen mit wieder kleineren Herzen eben ausgefüllt. Das sind ganz wenig Muster, aber wiederkehrend groß, klein. Ja, mal mit ein paar Punkte, mal mit etwas Gold. Ihr werdet es gleich noch sehen. Und ein paar kleine rote müssen natürlich auch sein. So ein kleiner Akzent. Und wie ihr seht, ich drehe wieder mal das ganze Bild hin und her, so dass ich sehr, sehr gut rankomme. Hier mit dem weißen Uni, also Signo, male ich jetzt die Herzen aus, dass der Kontrast etwas besser ist, dass man sie einfach besser sieht. So, wieder drehen. Nochmal drehen und die letzten kleinen Herzen werden ausgemalt mit dem Weiß. Und hier seht ihr auch, das Lila färbt das Weiß etwas ein. Ja, noch ein paar Herzen und ein paar Punkte drunter. Also ich wollte den Hintergrund so lassen, der ist so wunderschön und so weich ineinander gelaufen, dass ich gar nichts anders machen wollte. Ich wollte es einfach mal so haben. So, ein rotes Herz in den großen Herzen, aber nur eines. Das reicht vollkommen aus. Die anderen Herzen male ich dann rot, die ich so mit den Punkten noch reingemalt habe. So, ja, und schon ist es soweit fast fertig. Es kommt noch etwas Gold hinzu. Ja, ein bisschen Verzierung muss schon noch sein. Ein paar Punkte, ein paar Striche, wie es mir wieder mal in den Stift läuft.
und hier auch ein paar feine Punkte. Ich habe im Hintergrund so Musik gehabt und das ist nach dem Takt gemalt. Probiert es mal aus, das macht richtig Spaß. Die Punkte nach dem Takt malen. So, hier habe ich mir jetzt Passepartouts geschnitten und also ein lila Innenpassepartout und das weiße außen. Und da mache ich gar nicht so sehr viel, sondern lasse es ziemlich zart, so wie das Bild eigentlich auch ist. Lasst es einfach so. Mach ein paar Kringel. Ja. Hier verstärke ich noch die Seite und da mir das so gefällt, haben wir gedacht, naja, innen kann man das doch auch noch machen. Dann wird es eher ein Ganzes. Also das schafft dann wieder Verbindung. Von innen nach außen. So, dann brauche ich noch das Rot, natürlich auch ein rotes Herz und mit dem goldenen Stift mache ich meine Punkte noch rein. So, oh, überlegt, zack, 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 ah ja, und hier weiter, wieder nach dem Takt, ja. Und schon ist es fertig. Jetzt kommen die Detailansichten. Viel Spaß beim Zusehen, beim Selbermachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!